Mann, habe ich das Vogelgezwitscher vermisst. Die haben jetzt hier wieder angefangen zu piepen, die Vögel. Jetzt erst im Februar. Der Februar hat angefangen. Ein schrecklicher Monat. Januar für Bewerbungen geht vorbei. Ich bin jetzt gerade hier am Gucken. Ich habe ja einen Vertrag unterschrieben, der mir verbietet, die Stadt zu verlassen, wo ich dann auch jeden Monat 5 Bewerbungen mache. Aber die wären diesen Monat ganz besonders, also für den Januar. Ich bin jetzt schon einen Tag später, aber egal. Die wären für diesen Monat ganz besonders schwer. Ich habe das Gefühl, die Stellenausschreibungen werden von Monat zu Monat schrecklicher. Und dann finde ich immer so ein paar Jobs, für die ich aber schon weiß, für die ich nicht arbeiten will, für die ich dann ein kleines bisschen unterqualifiziert bin. Und für die bewerbe ich mich dann und manchmal laden die mich sogar ein. So meine aktuelle Strategie, während ich eigentlich am Zeitschinden bin, wie ich mir meinen eigenen schönen Job baue. Erzähle ich ein andermal drüber. Wobei es war kein komplett schlimmer Monat, weil ich war ja bei einem Bewerbungsgespräch in einer anderen Stadt. Da ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, ich hätte denen eine Menge über mich erzählt, was jetzt aber nichts ist, was einer, der meine Videos guckt, nicht auch über mich weiß. Und da habe ich von meinem wilden Eimer auf dem Balkon erzählt. Ich habe erzählt, dass ich einfach einen Eimer habe, wo ich der Natur einfach Platz lasse. Ich habe da einfach nur Erde drin und da wächst, was eben immer wachsen will. Und da habe ich dann erzählt, wie krass die kleinen Vögel abgehen auf meinen kleinen Eimer. Dass sie immer da sitzt manchmal so ein Vogel auf. Es ist kein Spatz, aber es ist ungefähr so groß wie ein Spatz. Sitzt so auf dem Rand von dem Eimer und der rastet völlig aus. So. Guckt so in alle Richtungen, so, ey, 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 guck mal, hey, hier ist die besten Grashalme. Und ich habe das Gefühl, der rastet immer wegen den Grashalmen, die da wild in meinem Eimerchen wachsen. Rastet der aus und die bauen sich da draus ihre Nester und der kakeelt so rum, nein, Mann, nein, Mann, komm mal hier hoch, hier ist das obere Stockwerk, hier gibt's das Gute, die guten Grashalme. Und ich sehe immer, wie die das pflücken und da krass am Ausrasten. Und ich denke mir immer, natürlich sind das meine Grashalme besser als die, die hier am Straßenrand wachsen, die dann auch alle paar Wochen irgendwie abgemäht werden oder so, weil das sind ja wirklich wilde Grashalme, die Vögel mögen. Jedenfalls aus irgendeinem Grund habe ich das erzählt während dem Bewerbungsgespräch und habe mich daran erinnert, wie krass die kleinen Vögel immer ausrasten da an meinem Eimer und habe dann krass angefangen zu lachen. Und ich habe dann genau in dem Moment angefangen zu lachen, als ich das Wort Grashalm gesagt habe. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich so über mein Bewerbungsgespräch nachdenke, denke ich mir, oh krass, die denken jetzt hier, ich bin der übertriebenste Kiffer. Und die werden mich bestimmt nicht einstellen, weil die denken jetzt, dass ich da jeden Morgen zur Arbeit angeschwebt komme, angeschwoben auf so einer Wolke. Das war im Nachhinein nicht so clever. Da ist mir aufgefallen, so. Meine Kommunikation ist nicht so effektiv, effizient, verständlich, wie ich gerne hätte. Ich habe das Gefühl, durch diese YouTube-Videos ist es schon ein bisschen besser bei mir geworden, nachdem ich ja eine Langeweile lang absolut keinen Wert auf Kommunikation gelegt habe. Lerne ich das jetzt wieder so ein bisschen? Und es wird besser. Aber ich mache trotzdem noch eine Menge Fauxpas und mir wird vieles erst im Nachhinein bewusst, wie das klingt. Und die dachten, die haben hier den weißen Snoop Dogg im Bewerbungsgespräch bei sich sitzen. Na, mal sehen, ob sich daraus was entwickelt. Jedenfalls, weswegen ich hier überhaupt dieses Video anfange und hier anfange zu quaken und zu erzählen, ich wollte eigentlich noch die zweite Hälfte von diesem Komplimente-Video zu Ende machen. Ich habe hier ein Video darüber gemacht, wie wenig ich von Komplimenten halte. Einfach weil es für mich keine interessante Information ist oder ich dafür nichts mehr übrig habe, einfach dass meine Kommunikationsgeduld aufgebraucht ist. Und genauso ist es eigentlich bei mir, wenn ich an Kritik denke. Also nicht nur bin ich nicht komplimentfähig, ich bin auch nicht kritikfähig. Und wahrscheinlich, wenn man das im ersten Moment hört, jemand ist nicht kritikfähig, man würde so denken, so, der ist so krass in seiner eigenen Welt, so, der will gar nicht auf andere hören, und das stimmt ja alles über mich. Und dann würde man noch weiter denken, ja, der ist ja gar nicht offen dafür, dass er einen Fehler macht oder so, und das stimmt nicht. Das halte ich für Quatsch. Wenn ich einen typischen Menschen erlebe, der mich kritisiert oder mir eine Kritik vortragen will, das ist wieder so, ich habe nicht das Gefühl, dass es um die Kritik geht. Die Kritik ist wieder nur so eine Ausrede. Das ist wieder nur so ein verzweifelter Kennenlernversuch, da einen möglichst starken ersten Eindruck zu machen. Möglichst einen auf, so machen besonders so gefühlstote Menschen, machen das gerne, machen so über einen auf plötzlich auf künstliche Emotionen. Ich kritisiere immer, wenn Leute mich sehen, dann kriegen sie plötzlich Gefühle.
Und ein Weg, wie diese plötzlichen Gefühle ausleben, weil sie davon völlig überfordert sind. Ein Mensch, der sich seine Gefühle verbietet, der weiß doch überhaupt nicht weiter, was, wenn er plötzlich Gefühle hat. Und was ich da eben oft erlebe, das sind Leute, die kritisieren mich, aber mehr so, weil sie eine emotionale Reaktion von mir wollen oder weil sie mich interessant finden oder weil sie wissen wollen, wie ich mit Kritik oder mit Feindseligkeit oder mit Aggressivität oder mit Konfrontation, wie ich damit umgehe. Weswegen ich ja schon mal grundsätzlich Kritik nicht ernst nehme, aber ich nehme Kritik noch aus einem anderen Grund nicht ernst. Ich kenne die meiste Kritik. Ich kenne die auswendig. Ich weiß, ich sehe jemandem an der Nase an, weswegen der Mensch mich kritisieren will, weil ich kenne es schon auswendig. Es gibt einfach nicht so viel Kritik. Es gibt so ein paar Sachen und über die mokieren sich alle und es stört alle. Und die Leute haben so das Gefühl, wenn man das dem anderen nicht anmerkt, dass der diese Kritik nicht verinnerlicht, dass der die dann automatisch nicht weiß. So habe ich das Gefühl, kommen immer und immer wieder Leute mit derselben Kritik auf mich zu und sie, reden aber so mit mir, als hätte ich es noch nie gehört, als wüsste ich es nicht auswendig, so als wäre so die Möglichkeit, dass ich das besser weiß, als ob ich eine bessere Lösung für mich und mein Leben gefunden hätte, dass es von vornherein nicht möglich wäre. Und so ein bisschen ist ja auch, habe ich das Gefühl, jede Kritik so eine Art Hilfeschrei, so ein Wunsch, es unbedingt eines Besseren belehrt zu werden und aus einem Konflikt und aus einer Konfrontation und aus einem dualistischen Dialog herauszulernen. Was für mich völliges Mittelalterdenken ist, was für mich völlige Idioten sind. Ich sollte endlich mal mein Video drüber machen, warum Diskussionen und Debatten völliger Schwachsinn sind und warum ich keinen Respekt habe für Leute, die Wissen aus Debatten und Diskussionen ziehen, weil es einfach ein sozialer Mechanismus ist, der da die Leute abfangen soll, die sich nicht die Mühe machen, selber ihr Leben durchzudenken und ihre Handlungen und Gedanken zu hinterfragen. Mache ich irgendwann mal. Bin ich jetzt zu faul. Wie die ganzen anderen hunderte Videos, die ich mir vornehme, die ich nicht mache. Sieht man das jetzt? Ich glaube, man sieht es nicht, weil die T-Shirts davor hängen. Hier hängen Listen mit Videos, die ich seit Monaten machen will. Ich habe viel mehr Videos, als ich Bock habe zu machen oder als der Tag lang genug ist, um die umzusetzen. Deswegen sage ich immer, ja, ich mache jetzt hier ganz viele Videos, aber dann am Ende kommt nichts und ich mache was anderes. Worauf wollte ich hinaus? Na, das ist eigentlich so. Ich habe das Gefühl, die meiste Kritik, die ist so eher. Das ist nicht was, was mir helfen würde, wenn ich es ernst nehmen würde, sondern es ist eher ein Rückschritt. Es ist eher nochmal eine Besinnung auf Zeiten, bevor ich das in dem jeweiligen Aspekt oder in diesem jeweiligen Bereich besser wusste. Womit ich aber nicht sagen will, es gibt keine wertvolle Kritik, die gibt's. Aber die ist so selten und die ist so unaufdringlich und die ist so zwischen den Zeilen, dass eigentlich so eine offene, konfrontative Kritik. Ich kann mich nicht an einen Moment erinnern, wo das je für mich wertvoll gewesen wäre, sondern es ist mehr so, da konfrontiert mich jemand mit seinem dummen, überholten, aus Konformität geborenen Weltbild. Und ich stelle mir so die Frage, gehe ich jetzt die Wohltätigkeit ein? Mache ich mir jetzt die Mühe, diesem Vollidioten oder viel öfter dieser Vollidiotin zu erklären, warum das nicht wichtig ist, worauf sie dann natürlich mit der nächsten Kritik diese Interaktion am Leben halten will, wo sie dann wieder will, dass ich mich rechtfertige, bis dann irgendwann der Kunde kommt, Mann, Tante, jetzt habe ich so viel Aufmerksamkeit dir geschenkt, ich habe dich angesehen, ich habe dir zugehört, ich bin auf deine dummen Worte eingegangen. Oh, kriege ich irgendwie einen Dank dafür? Nein, es ist selbstverständlich. Und es ist eigentlich nur Beschäftigung. Kritisiert werden ist eigentlich nur eine Form, wie der Kritisierende von jemandem Aufmerksamkeit stehlen will, die er nicht auf ehrlichem Wege verdient hat. Die er nicht auf gegenseitig interessantem Wege verdient hat. So sehe ich eigentlich Kritik. Kann ich mich an eine interessante Kritik. Kann ich mich an eine Inter ich kann mich an.
kann mich an eine interessante Kritik erinnern. Da war ich bei irgendeiner komischen Maßnahme oder bei der einen komischen Maßnahme, bei der ich war. Wo dann, wo ich wieder mit dieser Arroganz rangehe, da ist jetzt eine Tante, die stellt sich wieder doof, die macht wieder auf Konfrontation, die kritisiert mich wieder mit denselben Dingen, mit denen jede Basic Bitch mich kritisieren will, die ich schon längst besser weiß. Und nehme ich mir die Zeit, erkläre diesem dummen 40. Ich sollte nicht gemein sein, diesem, was sage ich denn? Diesem armen 40-jährigen Huhn. So nehme ich so, es ist so, sie kritisiert mich, aber ich nehme ihr dadurch ihre Angst weg. Also es wirkt so, als wäre das so ein Austausch, von dem ich was profitieren könnte, aber ich könnte nicht in irgendeiner Weise davon profitieren. Es geht eigentlich nur um die Tante, die eigentlich dafür da ist, mich da irgendwie zu beraten oder mir da irgendwie zu helfen, mich in den Beruf zu bringen. Da ist ja auch egal. Jedenfalls, was die gesagt hat, unter den 80 Kritiken, die ich alle kannte, die alle nicht wertvoll waren, war der eine Kritik dran drin, ich sollte nicht unbedingt von den Leuten das Schlechteste erwarten, in einer Branche, die vielleicht mehr auf Positivität aus ist als die Bildungsbranche, aus der ich komme. So, dass da vielleicht, ich sollte nicht grundsätzlich gegen Teamwork sein, weil was, wenn da vielleicht ein paar interessante Leute arbeiten? Und das ist sowas, das sehe ich so, das ist eine Chance, die sehr klein ist, die sehr viele Nachkommastellen braucht. Aber es ist vielleicht keine schlechte Idee, diese Hoffnung trotzdem irgendwie zu kultivieren und sie so ein bisschen überinflationär zu behandeln, so zu tun, als wäre sie ein kleines bisschen realistischer, als sie denn ist. Aber wenn ich mich mal so dran erinnere, ich versuche weiter mich dran zu erinnern, gab es irgendwelche wertvolle Kritik? Eigentlich nicht. So Kritik, das sind mehr so verzweifelte Sozialmechanismen. Da möchte jemand Aufmerksamkeit von mir und kritisiert mich deswegen. Oder da möchte jemand Aufmerksamkeit von mir in einer Art und Weise, die aber nicht Aggression, die keine Arroganz von mir zur Folge hat. Weil die meisten Leute, die sagen so dumme Sachen, die Leute antworten den Leuten so, als wären es Vollidioten, weil es Vollidioten sind. Das kann ich jetzt, nachdem ich so lange in der Erwachsenenbildung gesagt habe, kann ich das sagen. Wenn man einfach nur so vorurteilsmäßig durchs Leben geht, denkst du, ah, die meisten Leute, krasse Vollidioten, die zerstören sich selber, die nehmen krasse Drogen und rauchen und trinken Alkohol und fluchen und machen andere für ihr Schicksal verantwortlich und machen eigentlich alles, was man ihnen an der Nase ansieht, um ein scheiß Leben zu bekommen. Wenn ich einfach so durchs Leben durchlaufe und so quasi mit den Leuten so rede, als wären es Vollidioten. Es ist nie, es ist nicht nett, es ist nicht höflich, es ist nicht, das hilft den Leuten nicht. Aber es ist nicht falsch. Es ist nicht falsch, jemanden, der was Dummes sagt, wie einen Idioten zu behandeln. Ich find nicht. Im Gegenteil. Ich habe in meinem Leben beobachtet, wenn ich Leute, die so konfrontativ sind, weil immer jeder mit ihnen redet, als wäre er oder sie ein Vollidiot. Wenn ich mit solchen Leuten richtig wie ein Vollidiot rede, Mann, bist du eigentlich dumm, so richtig herablasse, die sind am Ende dankbar. Die sind am Ende dankbar, dass einer mit denen so geredet hat, obwohl sie so diese falsche Fassade von einem intelligenten Menschen aufrechterhalten und danken mir das und mögen mich dann. Weswegen ich es nicht mache, weil ich von anstrengenden Leuten nicht gemocht werden will. Na, mir geht's auf den Sack Kritik. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kenne die meiste Kritik. Next. Ich weiß das schon. Es ist so, nachdem ich die meiste Kritik kenne, nachdem die für mich nicht in dem Sinne wertvoll ist, dass ich da was daraus lernen kann, außer in 0,0 irgendwas Prozent der Fällen, sehe ich das mehr so. Da will jemand Aufmerksamkeit, da will jemand meine Zeit verschwenden, da will einer mich ärgern oder trollen oder verarschen oder irgendwie in eine Falle locken oder da will jemand mit mir künstlich eine Interaktion am Leben erhalten und möchte irgendwie negative Emotionen in mir wecken, um da eine negative Emotion aus mir rauszulocken, auf die sie dann eingehen können, sagen sie, ey, warum bist denn du hier so aggressiv? Warum redest du so mit mir, als wäre ich jetzt hier ein Mensch zweiter Klasse, nachdem sie sich zweitklassig
benommen haben. Und so sehe ich mehr so Kritik als so eine Trollierung, als so eine Falle, als so ein Trick, eine unfreiwillige Interaktion am Leben zu halten. Ich glaube nicht, dass ich schon mal für eine Kritik dankbar war. Eigentlich so, wenn jemand mich kritisiert, ich merke mehr so daraus, wie dumm der Mensch eigentlich ist, wie wenig der eigentlich weiß, so eigentlich wie beschränkt die Wahrnehmung von dem Menschen ist, so wie sehr der darauf erpicht ist, eine Sache so eindimensional zu interpretieren, dass er es automatisch so auslegt, dass es ein Nachteil ist. Also so ist das. So aus Konflikt, aus Konfrontation, aus Wettbewerb, aus Streit lernen eben die meisten Leute. Und ich habe es einfach so oft erlebt, dass ich so denke, nee, so eine Leute, die so, die diese Lernmechanismen benutzen. Krasser Abfall. Weiß ich alles schon. Weiß ich alles? Weiß ich auswendig? Kann ich vorberechnen? Sehe ich jemanden an der Nasenspitze an? Und brauche ich eigentlich nicht Lebenszeit drauf für verschwenden? Es ist doch, ich guck doch auch nicht einen Film zum 30. Mal. Außer der Prinz aus Zamunda. Ich gucke doch nicht ein, oder ich höre doch nicht ein, ich höre doch nicht ein Lied 10-mal hintereinander, außer die Mixtapes von Phantom. Ich brauche doch nicht zum 50. Mal dieselbe Kritik. Und wie lange kann denn dann von mir guten Gewissens erwartet werden, dass ich noch höflich diese Kritik irgendwie beantworte? Nee, Mann, das ist eine asymmetrische Interaktion. Das ist so Leute, die das so, die den Wert da drin sehen, andere zu kritisieren, die wollen eigentlich selber kritisiert werden. So, die wünschen sich, dass jemand den Spieß umdreht. Die wünschen so jemand, dass endlich ihnen jemand Aufmerksamkeit schenkt. Jemand so sich mal genau diesem Menschen annimmt, unter die Lupe nimmt, mal so in das Leben reinguckt, so was da alles falsch läuft. Und so meistens so, wie sagt man, so väterliche Fürsorge an den Menschen bringt. Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht Kritik oder gegenseitige Kritik als ein von allen Seiten positiv beeinflussendes kommunikatives Erlebnis. Ich sehe nicht Kritik als eine Win-Win-Situation und auch ein Kompliment nicht. Ich sehe das als Win-Lose-Situation. Der, der es sagt, gewinnt und ich verliere. Und ich habe keinen Bock mehr zu verlieren. Ich bin es einfach leid, dass diese Leute immer denken, sie könnten mich kritisieren und würden mir dabei was Neues sagen, als würde ich es nicht schon hören. Einfach nur Zeitverschwendung. Deswegen höre ich nicht hin. Gibt es interessante Kritik? Nein. Gibt es wertvolle Kritik? Nein. Ich versuche mich jetzt hier ehrlich dran zu erinnern, ob ich mich an eine wertvolle Kritik erinnern kann. Was war eine wertvolle Kritik? Man, das meiste im Leben ist doch so bekannt und belanglos. Der Dicke weiß doch, dass er einfach nur Sport machen muss und gesünder essen soll. Der Einsame weiß doch, dass er einfach nur soziale Fähigkeiten entwickeln braucht. Der Hässliche weiß doch, dass er sich nur pflegen braucht. Der Dumme weiß doch, dass er nur lernen braucht. Na, warum denn dann diese ganze Scharade mit der Kritik, als wär so die Anwesenheit oder Abwesenheit von Informationen, warum ein Mensch so handelt? So als weiß jeder nicht, als wüsste nicht jeder schon alles. Als wäre alles nicht schon längst bekannt. Und das ist alles nur noch eine. Das kann ich nicht sagen. Das ist zu hart. Was kann ich denn sagen? Als wären das nicht alles. Es gibt doch diese Pfarrer. Ich glaube nicht hier, nur in den USA. Die so ganz, ganz wütend gegen Schwule vorgehen und immer sagen, so, ja, Homosexuality is a sin und Jesus ist sauer und sowas und die wettern da krass dagegen. Und dann erwischt man die dann irgendwann später, so Monate, wie sie mit ihrem männlichen Escort irgendwo Urlaub in Thailand machen. So die am lautesten gegen
gegen Schwule wettern, sind dann selber schwul und gehen da auf irgendwelche Schwulitäten, Urlaube und sowas. Und so habe ich das Gefühl, wenn einer Kritik als wertvollen Sozialmechanismus erachtet, aus dem andere wirklich was lernen. Außerdem, was so Dummes an Kritik ist, das setzt Respekt voraus. So, wenn einer mit einer Kritik ankommt. Das setzt so voraus, dass ich diesen Menschen von vornherein respektiere und ernst nehme. Ich nehme doch nicht einfach einen fremden Menschen ernst, der mit irgendeiner Meckerei ankommt. Kann ja jeder kommen. Ich sehe nicht. Ich sehe nicht, wie das einer der Kommunikationsmechanismen der Zukunft ist, wenn einer sich in Kritik übt. Und wenn ich was zu einem sage und der das dann vielleicht als Kritik auffasst und das dann zu schätzen weiß, dann denke ich immer so insgeheim, wirklich, wirklich, du wusstest das nicht, bevor ich es in Worte gefasst habe? Das glaube ich auch oft nicht. Ich denke eher so, Komplimente und Kritik, es ist so eine Manifestation, wie eben Leute, die nicht so viel Wert auf die Wahrheit legen, wie die eben ihre 2000 Worte am Tag füllen oder wie viel jeder Mensch eben quasselt. Es ist mehr so, wie ich die meisten Jobs als unnötig erachte. Weiß nicht, die meisten Jobs ist, irgendjemand erzeugt irgendwo ein Problem und irgendwo anders löst jemand dieses Problem. Es ist ein ständiger, unnötiger Kreislauf aus Problemen erzeugen und Problemen lösen. Und so sehe ich eigentlich Kritik und Komplimente. Als nur so ein unnötiger Kreislauf, der so langsam am überflüssig werden ist. Wer anders darüber denkt, wer so ein Extrovertierter ist, der so durch die anderen Leute lebt und es deswegen so als wertvoll sieht, so die Meinung von anderen Menschen zu hören. Für den habe ich nicht viel übrig und ich glaube auch nicht, dass der oder die in der Zukunft zurechtkommen wird. Weil diese albernen Gruppenmechanismen, diese Freundschaft, Feindschaft, diese wir gegen sie, wir als In-Group und die anderen als Out-Group, das sind alles so eine, bin ich der Ansicht, aussterbenden dualen Systeme. So, die Dualität. Sie schreit gerade sehr laut und weint und kreischt so ihren Todesschrei. Und ist da eigentlich sehr laut am überflüssig werden. So wie ich seit ein paar Tagen so über Rassismus nachdenke. Rassismus stirbt aus. Es gibt eine Menge laute Rassisten, aber es gibt sehr viel weniger Rassisten als vor, weiß nicht, 20, 30, 40 Jahren. Ich habe das Gefühl, es wird weniger. Global. Vielleicht in Deutschland gerade politisch ein bisschen anders, oder? Ich weiß immer nicht, was wirklich los ist, weil ich stecke immer nur in meiner Bubble drin. Aber ich denke so, Rassismus stirbt eigentlich gerade aus. So wie alle andere Dualität. Ist das jetzt Einbildung von mir? Ist das Wunschdenken? Wer weiß. Könnte sein, muss nicht sein. Naja, jedenfalls, länger braucht das Video nicht zu werden. Jetzt rede ich hier schon 24 Minuten. Das war mein langer Vortrag darüber, warum ich Kritik nicht wertvoll finde.